Hallo Grid-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thomson und willkommen zurück zu unserem gemeinsamen Rage-Spiel namens Grid. Lass uns starten 2. Ja, einige Zeit ist schon vergangen seit unserem letzten Rennen, seit unserem Versuch auch im Multiplayer-Bereich endlich mal einen Fuß auf dem Asphalt zu bekommen. Ja, wie ihr es gesehen habt und euch vielleicht sogar noch erinnern könnt, ist das Ding komplett in die Hose gegangen. Aber da schauen wir doch einfach mal heute, wie das Ganze weitergeht. In unserer Garage stehen wunderschöne Autos. Events, auf geht's. Was haben wir denn hier? Karriere, komm, weiter. Wir haben doch keine Zeit. Fahrzeug-Challenges, Promo-Events, haben wir im Promo irgendwas drin? Eins haben wir erledigt. Alpine All-Stars überholen. Machen wir. Ist ja nichts leichter als das, ne? Komm, weiter. Welche Autos bieten sie uns an? Den Subaru. Und den Subaru, den empfiehlt nämlich auch mir. Ihr habt ihn mir empfohlen als Fahrzeug, was sich ganz gut fahren soll. Würde ich doch mal sagen. Oh, ein bisschen tiefer muss der Hubbel. Bauen wir gleich mal ein Fahrwerk ein, oder? Ne? Hust. Geht ja nicht wirklich, aber schauen wir mal. Erstmal wieder reinkommen in den ganzen Kram. Da ruckt sogar das Ladebalken. Das Ladebalken. Es fängt da schon richtig gut an. Ja, also ihr merkt, ich spiele Grid. Demzufolge, ich schalte mein Hirn mal ein bisschen ab. Weil das ist einfach der Bereich, der für Simulation zuständig ist. Hier geht es einfach nur rein um Action, um Spaß, um vor allem Querfahren. World Series Racing. In Paris. En français. Avec der Eiffel Turm. So, dann machen wir nochmal ein paar Leute nass hier, oder? Wie wir es kennen, wir müssen einmal noch ganz viele Leute überholen, ohne die Karre irgendwie anzuecken, damit der Bonus oben bleibt. Ich habe nicht mal geguckt, was Ziel eigentlich ist. Ich bin sicherlich zu langsam unterwegs. Aber ich will einfach kein Risiko eingehen, weil nichts wäre schlimmer, als wenn wir hier den Bonus wegschmeißen. Aktuell fährt der Wagen eigentlich ganz gut. Ich habe mal zur Abwechslung nichts zu meckern. Du bist... Nein. Egal, besser sieht es immer noch ganz gut aus. Diese Kollision sparen wir uns, weil die war unnötig. Weiter geht's. Danke. Kannst ja nichts dafür. War mein Fehler. Ich hätte mich auflösen sollen. Ich fahre aktuell noch viel zu langsam, viel zu vorsichtig. Das bestraft das Spiel eigentlich. Ah! Was war denn... Sag mal... Lenken die Typen jetzt auch noch um und fahren entgegengesetzt hier? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Bleib drüben! Okay, der BRZ fährt sich ganz gut. Gut, jetzt haben wir erstmal freie Bahn. Das heißt, hier können wir ordentlich einen auf dicke Hose machen. Ah, das wird eng. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. 3 Runden sollen wir fahren. Ah, das war wieder Mist. Gut, also wenn wir das verlieren sollten, dann wissen wir auf jeden Fall warum. Aber bisher sind wir immer noch Erster. Bisher. Der Subaru fährt sich echt ganz angenehm. Ach, was mache ich denn? Tom, konzentrier dich. Nicht Geschwindigkeit siegt in dem Spiel hier, sondern einfach, du musst konstant fahren. Das ist der Trick, wie man in diesem Modus zumindest überlebt. Bleib bitte drüben. Oh, der ist doch wahnsinnig. Gut, wir haben knapp 9000 Punkte Vorsprung, wenn ich das da oben richtig gesehen habe. In der Folge würde ich mal sagen, wir gehen kein Risiko mehr ein. Gut, auf dem Vorsprung rum ist es einfach mal aus hier. Es geht nicht anders. Die ganze Zeit zurückspulen ist auch nicht so meins. Aber ich hoffe auf lange Sicht gesehen, dass wir jetzt irgendwann von diesen Stadtkursen mal wegkommen. Ich will hin auf richtige Rennstrecken.
Gut, ein paar Pünktchen machen wir noch. Gut, jetzt sind wir Erster, würde ich sagen. Das war relativ easy. Wisst ihr noch beim letzten Mal? Wo der Typ uns immer wieder einfach mal locker 10.000 Punkte abgenommen hat. Oder ist es einfach nur die erste Runde von vielen? Schauen wir mal. Nö. 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 Erstes Rennen, erster Sieg. Gut, optimal war das Ganze nicht. Wir packen wieder ein paar Fans in den Container rein. Ich habe nämlich da noch eine zweite Etage eingeschweißt. Da passen wieder ein paar kleine Fans dazu. Ja, wir gehen auf 500.000 zu. Warum auch nicht? 500.000 Fans. Haben oder nicht haben? Haben und ein Stück weg sein, ne? Gut, Promo haben wir alles, oder? Ja. Nur mal gucken, dass wir wirklich alles haben. Gut, schauen wir nochmal, dass wir hier mal in Rennen irgendwie mal hinfahren. Was ist das? Rennserie. Ja, komm, mach, komm. Lasst mich da los. R1. Aha. Welche Autos kriegen wir denn da? Oh, wir haben die freie Wahl. Das ist natürlich nicht schlecht. Da würde ich sagen, wir bleiben gleich bei dem... Nee, nicht bei dem Hyundai. Bei dem anderen sollten wir noch fahren hier. Subaru BRZ. Genau. Könnte ich den, bevor wir fahren, vielleicht noch umbauen? Weil ich habe den gerade ausgewählt und ich stelle vielleicht gerade fest, dass die Felgen ein Stück zu klein sind. Aber das ist okay, wir starten einfach mal. Auf Facebook habt ihr ja auch schon das Menü gesehen von Forza 5. Gefällt mir persönlich richtig gut. Vorausgesetzt, hinter diesen Kacheln verbirgt sich nicht ein weiteres Menü mit Kacheln und gefolgt von Kacheln und Kacheln und Kacheln. Weil hier bei Grid 2 zum Beispiel ist das Menü ja so verzweigt, dass du gar nicht weißt, am Anfang zumindest, wo du irgendwas zu finden hast. Oder wo du irgendwas finden kannst. Und da helfen so Kacheln mit kleinen intuitiven Bildern, die einem ein bisschen helfen, eigentlich ganz gut. Auch was ein Negativbeispiel ist von so einem Kachelsystem, ist das Menü von Gran Turismo, was ich da an Videos gesehen habe. Da dachte ich, hoi, 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 Leutchen. Wer sich da zurecht findet, Hütchen ab. Aber ich denke mal, das ist alles so eine Gewöhnungssache. Obwohl, so schlecht sieht er gar nicht aus, oder? Was sagt ihr? Ich habe schon hässlichere Autos gesehen. So, da wollen wir noch mal schauen, wie euer Rad schön poliert habe ich ihn. Sich macht. Aktuell ganz gut. Okay, Côte d'Azur ist jetzt nicht ganz meine Lieblingsstrecke, um das mal harmlos auszudrücken. Es ist normal. Ich hatte einen Strömungsabriss, aufgrund dessen ich das Heck verloren habe. Völlig normal. Komm, jetzt verkrümel dich hier. Ich würde viel lieber den Golf fahren, weil der fuhr sich echt ganz gut. Aber der Wagen fährt sich auch gut. Aktuell zumindest. Gut, Platz 2 und 1 haben ein bisschen wie Vorsprung. Nö, der verzeiht einiges mehr. Ist nicht so nervös auf der Achse wie der BMW zum Beispiel. Und da sind wir schon mal dran. So, jetzt ist Nummer 1 fällig gleich. So ein kleines Hubraummonster hier. Wir haben hoffentlich noch ein paar Meter, weil die fahren nämlich gerade davon. Gut, er bremst hier. Da bremse ich ein kleines bisschen später. Und wir hoffen, dass ich nicht zu viel gebremst habe. Würde die KI nicht so gnadenlos fies sein, würde ich sagen, die fährt gar nicht mal so schlecht. Boah, ja, was ist denn los hier mit der Kurve? Jetzt fahre ich einfach weiter, wir haben sowieso kaum noch Rückblenden. Und schon kommt das Heck rum. Es geht genauso weiter, wie ich das Spiel in Erinnerung habe. Wir spulen mal ein Stück weiter zurück. Vielleicht lag es einfach an dem Schaden, den ich jetzt hier hinterlassen habe. Okay, auf ein neues. Danke. Ja, hier müssen wir uns mal echt... Ich glaube, das wird nichts mit dem Sieg hier. Nein, das wird nichts. Ach Mann. Aber wir brauchen mehr Fans, oder? Da kommen wir, glaube ich, nicht drum rum, als das Ding nochmal zu fahren.
Neustarten. Ne, so richtig zufrieden bin ich damit nicht. 14 Punkte. Selbst wenn ich das nächste Rennen gewinnen sollte, ne? Oh, es geht los. Wir starten nicht mal als Letzter. Das ist aber nett von euch. Gut, und am Anfang, wie gewohnt, nicht allzu viel Zeit verlieren. Sondern gleich von Anfang an pushen, was das Zeug hält. Meine Straße. Weg hier. Okay, einer ist ganz weit von weg. Das kleine Hubraummonster hier. Den bremsen wir innen aus und haben wir den Golf. Danke dafür. Mhm. Jo, auch nicht schlecht. Jetzt bin ich außen. Hier, du siehst schon, dass es uns auch auf diesem Planeten gibt. Ich weiß, du hast ein amerikanisches Auto. Du bist besser als alle anderen. Danke. Wenigstens der Golffahrer hat nochmal gedacht hier. Entschuldigung. So, jetzt müssen wir den Typen da vorne noch kriegen. Lief doch gar nicht mal so schlecht. Also wenn du eine Weile Grid nicht mehr gefahren bist, musst du dich echt dann wieder reinfitzen in das Ganze. Weil das Ding spielt sich und fährt sich komplett anders als Forza. Auch anders als Forza Horizon. Das war Mist, mal wieder. Lang lebe der Freund, die Rückblende. Aber nicht bei der KI. Ne, die braucht keine Rückblende, die KI. Okay, deutlich besser bekommen, aber viel zu langsam. Ich meine, noch schneller, wie soll man die Kurven denn noch schneller bekommen? Ich fahre jetzt einfach mal weiter, Leute. Zweiter Platz ist für mich aktuell auf dem Kurs vollkommen okay. Ich will ja weg von diesen Kursen. Ich will endlich mal ein richtiges Rennauto auf einer richtigen Rennstrecke bewegen. Gut, Beamer ist natürlich auch nicht langsam. Der E30, wissen wir ja, der liegt auf jeden Fall ganz nett. Wie immer, Gruß nach Österreich und die Schweiz, die hier einfach mal, obwohl so weit weg bin ich gar nicht. Aber trotzdem, immer noch weit genug weg. Damit ich euch nicht gefährlich werden kann. Ich lasse natürlich wie gewohnt meinen Abonnenten einfach den Vortritt. Ne? Völlig normal. Das gehört sich für einen guten YouTuber, der soll seine Abonnenten immer vorschicken. Soll die Straße erstmal sauber machen. Dann komme ich und brezle eine ultimative langsame Zeit in den Asphalt. Wunderbar. So, schauen wir mal, Rennen Nummer 2. Da kommt doch noch was, oder? Da kommt doch noch was, Leute. Kommt, WSR Siege 9, das ist viel zu wenig. Côte d'Azur. Na gut, das wird der. La Upalama. Mhm. Okay, guter Start gegen den Ford hier. Und das war da unser Hasskurs, kann das sein? Auch, dass diese Autos nicht aus den Kurven raus beschleunigen. Würde mich mal interessieren, wie ist das mit Lenkrad? Fährt das Ding einer von euch mit Lenkrad vielleicht? Obwohl ich fast glaube, mit dem Lenkrad ist das Ding noch unfahrbarer. Weil einmal die Kurvenwechsel zu schnell sind. Komm von der Wand weg, komm von der Wand weg. Tür zu. Hier, wie er nicht aus dem Gas kommt. Komm jetzt hier. Gut, jetzt geht's auf die berühmte Autobahn. Das heißt, alle Autos fahren gleich. Schnell. Außer sie fahren, werden von der KI gesteuert. Dann wären sie natürlich deutlich schneller. Komm schon, ziehe. Ja, jetzt wirst du überholt hier, oder was? Oder gedreht. Ich sag nix. Ich guck gerade nur auf die Rückleuchten von dem Typen vor mir. Wenn der... Was war denn das? Wollt ihr mich verarschen? Oder wie schaut das aus?
Ach, das Schild, was da lag. Ja, logisch. Ha? Ich glaube, ich muss echt Allradler fahren, Leute. Das geht nicht anders. Vierter Platz, das reicht ja nicht mal, um den zweiten zu verteidigen. Der lenkt nicht. Der lenkt nicht ein. Wie oft habe ich die Rückblende jetzt schon benutzt? In der Folge. Vielleicht ist mein Controller auch schon total ausgelallt, aber in Forza reicht er ja auch noch. Also von daher. Ja, jetzt kommt das Heck rum. Ja, danke. Mhm. Leute, ich will nichts sagen, aber gut, eine Rückblende haben wir noch. Ich glaube fast, ich werde bei Allradfahrzeugen bleiben. Der BAZ fährt sich anders, ja. Aber ich komme trotzdem mit der Kiste nicht klar. Gut, vierter Platz. Müssen wir halt die Fans woanders rausholen. Aber hier geht es einfach. Der Kurs ist einfach nicht meins. Schweiz-Österreich 1,49 dürften sie zusammengefahren haben. Ja, ja, dritter Platz. 1,52, okay. Aber was du hier... Das ist schon wieder so, dass die kleine Ader im Kopf, weißt du, die... Und das linke Auge, das zuckt schon so leicht. Und das Fenster ist schon so ganz leicht gekippt, wo der Controller durchpasst. Nee, der Controller ist okay, wo die CD von dem Spiel durchpasst. 500.000, jawohl. Da haben wir fast einen Krieger ein. Ja, da haben wir doch einen. Ja, nicht ganz, fehlen noch 4.000. Die machen wir auch kleiner. Gut, ich hoffe einfach mal, die Fans, die reichen. Weil man braucht bloß eine gewisse Anzahl von Fans. BSR hier in Europa ist unglaublich. Unglaublich. Jetzt müssen wir nur noch den Saisonchampion ermitteln. Zeigen wir den Fans hier in Europa, dass sie sich zu Recht für uns begeistern. Ja, dann gib mir bitte ein... Wir machen mal eine Fahrzeug-Challenge zu nebenbei. Red Bull Racing mit dem Alpha. Ja, endlich mal eine Rennstrecke hier. Eine Runde Unterbiete, eine Minute, um dieses Fahrzeug zu gewinnen. Das ist doch mal ein Ziel. Jo, schönes Ding. Geht doch. Mann, ey. Aber das Spiel, das regt mich echt auf. Also manchmal, weil ich merke mir das auch ein bisschen an. Ich habe jetzt lange Pause gemacht. Ich glaube, ich habe jetzt seit meinem letzten Video, seit meiner letzten Aufnahme, ich glaube, eine Woche oder so Pause gemacht. Weil ich halt einfach auch mit anderen Spielen, ich habe halt relativ viel am Start und da hechle ich gerade immer noch so ein bisschen hinterher, auch wenn es langsam besser wird. Red Bull Ring, das ist der Salzburg Ring, ne? Gut, eine Minute haben wir Zeit. Ich denke mal, fliegender Start. Oh, schönes Auto. Da habe ich gleich vor lauter Schreck zweimal geschalten. Gut, wir fahren ganz leicht entgegengesetzt. Oh, der fährt sich ja ganz anders. Der fährt sich ja noch giftiger auf der Hinterachse als die anderen Autos. Finde ich gut. Also so vom Fahrzeugdesign her sind die Autos wirklich wunderschön. Aber ich habe es ja schon auf Facebook geschrieben, bei Need for Speed. Optik ist halt nicht alles, ne? Wie sich ein Spiel verhält, das ist entscheidend. Also ich glaube, das müssen wir nochmal fahren. Vorne ist schon Start und Ziel. Ja, vielleicht reicht es sogar. Das Auto werden wir nie fahren. Weil das Ding einfach so nervös auf der Hinterachse ist. Schöne Felgen übrigens. So typische Alpha-Felgen. Wenigstens haben wir das Ding bekommen. Das ist die Hauptsache. Die Folge ungefähr so 30 Minuten habe ich mir so vorgenommen. Ich werde vielleicht auch zwei so am Stück mal aufnehmen. Kein Ziel erfüllt, ich bin der Noob der Nation hier. Ja, diese Ziele, ne? Drifte 20 Kilometer oder hier oder fahre auf einem bestimmten Rennen. Ja, Fahrzeug-Challenges haben wir demzufolge jetzt alle komplett, oder? Ja, genauso wie die Promo-Events dürfen wir auch alle haben. Genau, nur ab und zu mal gucken, weil gerade bei Promo, da sieht man nicht wirklich, was jetzt hier anliegt. Also, World Series Racing. Hier sind wir Dritter geworden, hier sind wir Erster geworden, hier sind wir... Was sind das? Eine Rennstrecke? Aha. Von Zipper Ausscheidungsserie. Mhm. Machen wir mal die hier. Red Bull Ring. Und Brands Hatch Indy. Oh, Brands Hatch. Ich liebe Brands Hatch. Ja, welches Auto vor sich besser?
Ja, ist Gewicht rechts? Ist das gut oder ist das schlecht? Wir fahren Beamer, Leute. Ihr werdet jetzt lachen, aber ich habe nicht mal großartig Lust und Laune, hier noch irgendwie andere Felgen drauf zu machen. Das Gezwitscher ist ja sowieso bei jedem Auto. Und wenn du das Auto ausgewählt hast, musst du vorher erahnen, oder vielleicht sieht man es auch irgendwo, welche Autos dran sind, und dann musst du halt entsprechend anpassen. Aber wir haben davon keinen Vorteil, keinen Nachteil, sieht halt nur anders aus. Ja. Würden wir jetzt rein nur online fahren, wenn man sagt, man hat sein Lieblingsauto und fertig ist, dann wäre das vielleicht was anderes, aber hier ja, hin und her gewürfelt von einem Rennen zum anderen. Gut, Brands Hatch muss ein Sieg reinkommen. Brands Hatch mag ich einfach. Und, ja, Salzburgring, schauen wir einfach mal, ob das der gleiche Kurs ist wie gerade eben oder entgegengesetzt vielleicht in die richtige Richtung. Gucken wir mal. Ja, so die Grafik sieht schon gut aus. Da kommt auch sofort die Erinnerung wieder hoch an alte DDM-Tage hier. Und ich fahre wie gewohnt viel zu vorsichtig. Also fahre ich auch bei der GTCC. Erstmal raushalten und gucken, was die KI so macht. Leider haben wir bei der GTCC keine KI. Oh, das hätte ich verdammt. Ich fahre wieder mal einen Kram zusammen. Jetzt geht's hoch, glaube ich, auf die Haarnadel rechts. Wenn ich den Kurs aus meinen Formel 1 Erfahrungen noch richtig im Gedächtnis habe. Die fährst du in der Formel 1, glaube ich, im zweiten Gang. Da oben ist ein Fliegzeug. Ja, ich habe wieder überall meine Augen hier. Ich muss aber wieder gucken, was die Umgebung so hergibt. Wir sind aktuell auf dem 9. Platz. Siebter. Leicht verzogene Front, alles noch im grünen Bereich. Jetzt machen wir ein bisschen Hatz hier auf die Typen. Ich denke mal, die Kurve wird man sogar fast voll kriegen. Ich fahre immer noch zu langsam, oder? Oder immer noch zu wenig quer, sagen wir es mal so. Und das war jetzt nicht absichtliches Abkürzen. Gut, Runde 3. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Stück nach vorn. Weil ansonsten kann ich im Brands Hatch einen Sieg reinfahren. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Ein dritter oder zweiter Platz wäre perfekt. Oder wir starten einfach dann nochmal. Boah, schöner Funkenflug. Tür zu. Tür zu, sonst Tür ab. Das ist auch kein Abkürzen. Gut, eine Runde haben wir noch. Schauen wir mal. Den kriegen wir auf jeden Fall hier vorn. Ihr seid so lustig. Ihr seid so lustig. Da hinten nehme ich die Kurve über alle vier Räder. Übers Gras und hier... Ich habe gleich mal von neuem gestartet. Weil sicher ist sicher. Wir fahren das Ganze einfach nochmal. Weil so vom Kurs her sollte man eigentlich kriegen, wie er immer schön den Scheibenwischer anmacht, ne? Wie er bremst und wie er bremst. Ja, so die Effekte sehen wirklich genial aus. Das haben sie schön gemacht. Was ist los hier mit Herrn Carter? Mag der uns nicht? Okay, aktuell sieht es auf jeden Fall besser aus als beim letzten Versuch. So, der fährt gleich wieder Kampflinie, oder? Okay, der Carter hat auf jeden Fall ein Problem mit uns. Aber ich glaube, das ist auch unser Widersacher in der Karriere, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ich habe gedriftet, also muss ich schnell gewesen sein. Gut, Vierter. Okay, wir haben noch zwei Runden Zeit, um die Typen hier vor uns noch zu kriegen. Zumindest einen von den beiden möchte ich mir noch holen. Viel zu spät gebremst. Ja, hier fehlt mir echt so eine Bremspunktanzeige. Vielleicht bei 100 ungefähr bremsen? Zieh, komm! Da hast du echt das Gefühl, du hast einen Fahrlehrer neben dir sitzen, der einfach die ganze Zeit auf die Bremse drückt. Die haben wir schön bekommen, aber das wird nicht reichen. Vielleicht mit der Pressstange, schauen wir mal. Ist das absichtliches Abkürzen? Nö. Okay, wenn man natürlich so abkürzen kann. Vierter Platz, das ist zu wenig. Aber warte mal, wir haben ja noch eine Runde. Wir haben ja noch eine Runde. Jawohl, da geht ja noch was. Entweder der... Bitte? Entweder der Arsch kommt rum oder nicht. Okay, zweiter Platz ist drin. Den Typen, den hole ich mir jetzt hier vorn. Jetzt, wo ich weiß, dass ich ja volle Kanne abkürzen kann. Oder halt auch nicht, ne? Wenn man einfach mal den halben Kurs abkürzt. Naja, Dritter. Ich hoffe einfach mal, dass es reicht. Ich hoffe einfach mal, dass es reicht. Und ich hoffe einfach mal, dass man am Ende nicht wirklich jedes Rennen gewinnen muss, damit man weiterkommt. Weil dann wird aus Lust ganz schnell noch mehr Frust. So, es gibt mir Brands Hatch hier. Wie gewohnt. Wie gewohnt, ich sag da nichts mehr dazu. Es ist mir einfach ein Rätsel. Ein Rätsel per excellence. Und auch wenn ich beim Lukas, also beim Let's Play Noob ab und zu mal reinschaue, die ganze ESL-Rennen, die er da fährt. Das ist einfach, weiß ich nicht, quer, quer, Rauch, Drift. Naja, das ist ja so, als würde man in der ESL auch Need for Speed fahren. Fahren die da auch Need for Speed? So, Brands Hatch hier, es gibt mal einen richtigen Kurs, es gibt ein richtiges Auto dazu und dann geht das Ganze mal ab hier. Richtige Richtung sogar. Gut. Wenigstens können wir keinen Platz verlieren, weil wir eh schon ganz hinten stehen. Und wie immer auch, ja, verlieren wir die Startphase sowieso. Die Kurve geht sowieso voll, das ist so eine kleine Mutkurve hier. Die nächste ist der dritte Gang rechts normalerweise. Normalerweise. Der Kurs ist ja nicht allzu lang. Und den Kurs wünsche ich mir zum Beispiel in Forza. Weil der relativ kurz ist. Du kannst eine schöne Action haben. So, jetzt geht's bloß noch rechts dann auf Start und Ziel. Und dann sind wir schon... Ja, logisch. Wir können driften, was das Zeug hält. Also ich sehe mich schon irgendwann das Spiel verschenken, wenn das so weitergeht hier. Auch wenn der Reiz da ist, das Ganze durchzuspielen. Dass er da sich sagt, Mensch, du hast total abgekürzt. Das Ding ist so empfindlich auf der Hinterachse. Vierter, wir müssen Erster werden. Ja, die KI, die fährt man hier wieder gnadenlos davon. Die ganze Zeit holen wir auf, wie verrückt. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir werfen mal das Lenkrad noch nicht in die Boxengasse. Wir holen noch mal alles aus dem Wagen raus. Da musst du, trotz dass du auf dem Gas stehst, runterschalten. Okay, schade, dass Lorenzo gewinnt. Eigentlich müsste er jetzt Fünfter werden, das wäre super. Hey, du stehst voll auf dem Gas und musst runterschalten. Ja, da kannst du hupen, wie du willst.
Ich kann halt nicht schneller, ich werde von dem Spiel gebremst. Komm, zieh. Wollen wir mal richtig unfair sein? Wir haben noch ein paar Wiederholungen zur Verfügung. Okay. Aber ihr habt gesehen, was ich vorhatte, oder? Guck mal, ich habe zurückgespult und bin jetzt plötzlich vorn. Das ist also eine richtig kranke Kurve, weil das Auto richtig leicht wird, weil du über die Kuppe geflogen kommst. War das besser? Ich musste diesmal nicht mal runterschalten. Ich bin einfach voll auf dem Gas drauf geblieben. Ne, Brands Hatch, ich liebe diese Strecke. Was ich mir hier in GT Legends mit der KI für Gefechte geliefert habe. Mit dem alten Mustang. Ja, wie gesagt, der Herr Weller müsste eigentlich verlieren, damit wir hier ein bisschen Land sehen. Aber 20 Punkte holen wir uns hier auf jeden Fall rein. So, komplette Aufgabe machen wir hier jetzt noch nicht. Schau mal, 3 Minuten 3 dürfte auch nicht ganz so langsam sein. Vielleicht haben wir ja zumindest einen Schweizer bekommen, wenn wir schon nicht die Österreicher bekommen. Ja, zweiter Platz wieder reingefahren. Niemanden haben wir bekommen. Einen Gibbon hätten wir fast bekommen. Mann. Aber, naja, zweiter Platz ist besser als gar keiner. Weil, stellt euch vor, wir würden fahren und nicht mal einen Platz kriegen. Erfüllte Ziele 1. Ja, da schau her. Wieder ein paar Fans auf dem Hänger drauf. Hier, rückt mal zusammen da hinten. Nutzt die Lücken und stapelt euch. Da kriegen wir mehr. 600.000, jetzt 617.000. Jetzt geht's aber nach vorn. Das ist ja fast wieder wie der YouTube-Schneeball-Effekt hier. Gut, und ich würde mal sagen, an dieser Stelle machen wir einfach mal einen kleinen Cut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt World Series Racing hier in Grid 2 bei eurem Tom. Diesmal ist nichts geflogen, ich habe mich auch nicht allzu sehr aufgeregt. Ich fahre das Ding jetzt einfach weiter, gnadenlos. Wir können halt nicht alles gewinnen, zumindest nicht in dem Spiel, ne? In Horizon wisst ihr ja, wir können sehr wohl alles gewinnen, weil wir nämlich gut sind und das wissen wir. Das weiß aber das Spiel nicht. Demzufolge werden wir gnadenlos ausgebremst. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Tom.